Ja, guten Morgen. Ich bin die Annette Winkler, Heilpraktikerin, ehemals aus Düsseldorf, hatte meine Praxis dort in der AWO und bin jetzt am 1. September ganz nach Suhl gekommen, um hier in der Rückgratzentrale mitzuarbeiten und bin hier auch als Dozentin und für einzelne Ausbildungsbereiche zuständig, unter anderem auch für die Fußsohlenmassage, die Sie ja gleich hier sehen werden. Ich mache die Fußsohlenmassage nach Dr. Fitzgerald, Bad Nayev und nach Eunice Ingham. Und es unterscheidet sich insofern auch zum Beispiel von der Fußsohlenmassage nach Marquardt, dass wir hier, wie Sie gleich sehen werden, an beiden Füßen so quasi parallel arbeiten, ein Organ an dem einen Fuß und dann das gleiche Organ wie da schon an dem anderen Fuß. Und wir erreichen dadurch die ganzen Organe, den ganzen Körper über die Füße, weil ja in den Füßen über bestimmte Zonen sich der ganze Körper widerspiegelt. Und so können wir Einfluss auf die Gesundheit nehmen und die Organe dadurch anregen, besser zu arbeiten. Es lösen sich, es können sich Blockaden lösen, körperlicher Art, aber auch anderer Art. Und der Mensch kommt einfach in die Entspannung auch, weil wir auch bestimmte Entspannungspunkte berücksichtigen und anwenden, wie nachher auch deutlich zu sehen ist. Wichtig ist, dass derjenige bequem liegt, dass er entspannt ist, dass wir dafür sorgen, dass er nicht gestört wird, zum Beispiel durch Telefonklingeln, und dass wir auch dafür sorgen, dass wir uns genügend Zeit für den einzelnen Kunden oder wie immer wir ihn auch nennen mögen, haben, dass er schön zugedeckt wird, wenn er möchte, vielleicht eventuell etwas Entspannungsmusik, und dass er merkt, wir sind nicht in Eile, ich bin jetzt für ihn da und habe die Zeit jetzt für ihn. Wir fassen die Leute ja an mit unseren Händen, wir behandeln sie. Und manche sind es ja gar nicht gewohnt, heutzutage noch angefasst zu werden. Und deshalb benötigt man ein besonderes auch Einfühlungsvermögen, dass man auf die Leute ja auch zugeht. Und die Leute müssen sich ja erstmal daran gewöhnen. Es können auch bestimmte Reaktionen auftauchen während der Behandlung. Sie können mal anfangen zu frieren, deshalb ist es wichtig, eine Decke bereit zu haben. Oder es kann ihnen warm werden. Es können auch emotionale Reaktionen erscheinen. Vielleicht fangen sie an zu weinen oder auch zu lachen. Sie haben das Recht dazu, sie dürfen das natürlich. Und es ist ein Prozess, der abläuft, den man einfach geschehen lassen soll. Das muss raus, damit sie wieder befreit werden. Aber was soll ich noch weiter erzählen? Schauen Sie doch jetzt einfach mal zu.